So, liebe Freunde, herzlich willkommen bei WhoDive TV. Heute mit einem neuen Video, also eine Reaktion auf das Video Russische Welt TV. Der Plan Armageddon scheint langsam aufzugehen. Ich bin schon total gespannt, was der Plan Armageddon ist. Der Axel, der hat ja immer Überschriften, die sind sensationell. Aber ich würde sagen, wir schauen mal, was denn der Plan Armageddon ist und wie der so langsam aufgeht. So. Was muss ich machen? Ich muss mal dahin springen. So. Sehr schön. So, dann muss ich den Plan Armageddon erstmal laden. Oh, da ist er. Eine andere Kamera brauche ich auch. So. Oh, da ist er. Der General Armageddon. 3, 6 goldene Sterne hat er. Also, 3 goldene Sterne. Das scheint ja ein fürchterlicher General Armageddon zu sein. Und wie wir sehen, der Zelensky ist schon total verzweifelt. Okay, wir schauen uns mal an, wie der Plan Armageddon so langsam aufzugehen scheint. Ich muss die Musik ausmachen. So, und es geht los. Ja, herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren hier zu diesem weiteren Video. Ja, ich möchte jetzt nochmal einen kurzen Nachtrag machen zum gestrigen russischen Luftangriff auf das Territorium der Ukraine, auf das gesamte Territorium praktisch der Ukraine. Und man kann inzwischen auf jeden Fall sehen, beziehungsweise melden das ja auch die westlichen Propagandamedien, dass diese Angriffe vor allen Dingen jetzt auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine langsam Wirkung zeigen. Also die Blackouts beziehungsweise auch die Stromausfälle im ganzen Land nehmen immer größere Ausmaße an. Also es sind immer größere Zeiträume. Also vorher mit dem weißen Hintergrundbild, da hat der Alex mir besser gefallen. Da hat man nicht so deutlich gemerkt, dass die Videos nach jedem Satz oder nach jedem zweiten Satz zusammengeschnitten sind. Und vor diesem Hintergrund, weil man sich natürlich beim Reden und beim Aufzeichnen bewegt, sieht man jedes Mal, dass der Alex so hin und her ruckelt, weil er natürlich, wenn er die Szenen mehrmals einspricht, nicht immer an derselben Position ist. Also Alex, lieber wieder einen neutralen weißen Hintergrund wählen, dann sieht man nicht so, dass das alles so zusammengeschnippelt ist. So. Über die sozusagen der Strom ausfällt und immer größere Teile des Landes sind eben von diesen Ausfällen betroffen. Und auch die hochgelobte westliche Luftabwehr kann da scheinbar auch nichts gegen tun. Ja. Die kann da ja nichts gegen tun. Überhaupt nichts. Von 70 abgefeuerten Raketen haben, was haben sie geschrieben, 20 ihr Ziel getroffen. Also, oder sind eingeschlagen. Ob sie ihr Ziel getroffen haben, weiß ich nicht. Aber die Luftabwehr, die kann nichts. Leute, die kann gar nichts. Die steht da quasi nutzlos rum. Ist natürlich jetzt auch nichts, das will ich auch gleich dazu sagen, was jetzt große Freude bereitet, das was passiert. Also es ist natürlich immer sehr schlecht, wenn Zivilisten darunter leiden, was hier auf jeden Fall auch der Fall ist. Ja, gar keine. Oh, der Alex zeigt Gewissen. Was will er uns damit sagen? Dass er da total schade findet, dass die Russen die Ukrainer bombardieren? Und dass die unschuldige Frauen
Kinder, kranke Menschen, in Dunkelheit, Kälte und Hunger treiben. Och, Alex, das hätte ich jetzt von dir nicht erwartet, ehrlich. Eine Frage, egal auch welche Meinung die jeweiligen Leute vertreten, ja, das ist alles nichts, was, wie gesagt, Freude bereitet und nichts, was auch irgendwie schön ist. Dennoch. Ja, Alex, wenn das nicht schön ist, dann hör das doch einfach auf. Wen hindert denn deinen General Armageddon daran, die Zivilbevölkerung zu malträtieren? Fragezeichen. Sieht man, dass Russlands Taktik der Zerstörung der Energieversorgung in der Ukraine, dass diese Taktik Wirkung zeigt und vor allem auch... Wo sieht man das denn? Kannst du mal was zeigen, wo man das sieht, außer dass die Städte dunkel sind? Wo zeigen denn die Stromausfälle militärische Wirkung? Würde ich gerne mal von dir sehen. Zeig mal was. Aus Sicht der militärischen Ziele Russlands. Denn diese ganzen Behauptungen, dass diese Angriffe überhaupt keinen militärischen Sinn haben, entsprechen so überhaupt nicht der Realität. Das versteht sogar jedes Kind in der Grundschule. Aber wir wissen. Alex, ich hoffe, dass Kinder in der Grundschule nicht verstehen müssen, dass Bomben irgendeinen Einfluss auf irgendwas haben. Aber das ist ein anderes Thema. Das scheint in Russland ja auch anders zu sein. Wir sind jetzt inzwischen auch nicht mehr im 18. Jahrhundert oder irgendwie im Mittelalter oder so, ne, wo man noch mit Pfeil und Bogen damals gekämpft hat, wo dann die Logistik irgendwie noch mit Pferden und mit Eseln abgewickelt worden ist, unter anderem die Lieferung von Nachschub und so weiter, ja, sondern wir befinden uns, wie ihr sicherlich alle wisst, im 21. Jahrhundert und da ist Energie eben ein sehr wichtiger Faktor, ja, weil eben vieles schon über Strom läuft, über... Alex, im 21. Jahrhundert läuft viel über Strom, aber ein Militär, was sich auf die zivile Stromversorgung verlassen würde, wäre ein schlechtes Militär. Also die Militärs, die ich kenne, die bringen ihren Strom immer selber mit, damit sie eben nicht von solchen, wie soll ich das mal sagen, menschenverachtenden Angriffen des Gegners auf die zivile Infrastruktur abhängig sind. Punkt. Was Internet auch schon größtenteils läuft, und Internet, fürs Internet braucht man ja auch Strom. Ja, also das ist sehr... Ja, Alex, für Internet brauchen wir Strom. Da hast du recht. Boah, du quasselt heute wieder aber auch ein Verschwörungskram zusammen. Mein Gott, komm zum Punkt. Das ist jetzt im 21. Jahrhundert nun mal die Realität, ob wir es jetzt gut finden oder nicht. Ja, oder auch zum Beispiel die Kommunikation. Ja, die Lieferung von Nachschub, die Bedienung von Waffensystemen. Okay, Alex, also, die Kommunikation braucht Strom. Man braucht Funkgeräte, die brauchen Strom. Aber Funkgeräte haben Batterien. Ja, die Batterien muss man aufladen. Ja, dafür gibt es Stromerzeuger. Und ja, Stromerzeuger produzieren Strom. Und funktionieren in der Regel mit Benzin oder mit Diesel. Daraus machen die dann Strom, Alex. So ist das. Und alles andere kann man auch mit diesen Stromerzeugern betreiben. Egal, ob es Internet ist, egal, ob es, keine Ahnung, Licht ist,
egal ob es Heizung ist, egal ob es Bildschirme sind, ob es Computer sind, man kann alles mit diesen Generatoren betreiben. Die fürs allein schon fürs Tanken beispielsweise, ja, für das Beladen von Fahrzeugen. Ja, fürs Tanken, da braucht man auch Strom, ganz viel. An eine Tankstelle vielleicht, Alex. Aber nicht an einem Tankwagen. Der bringt auch alles mit, was er braucht, um seinen Kraftstoff aus seinem Tank, den er hinten drauf hat, irgendwo hinzutun. Mit dem Stapler und ähnliches, ja? Oh ja, Stapler auch. Die brauchen auch alle Strom. Also die Stapler, die ich kenne, funktionieren entweder mit Kraftstoff, das heißt Benzin oder Diesel, oder die fahren sogar mit Gas. Die haben dann so Gasflaschen hinten drauf, Alex. Für all diese Dinge braucht man größtenteils Strom, ja, oder zumindest Energie. Einige Dinge kann man vielleicht auch mit Benzin machen, aber für sehr viele dieser Sachen braucht man eben auch Energie in Form von Strom. Ja. Ach, Alex, mein Gott, du kannst uns hier nicht klar machen, dass Kaputtbomben von ziviler Infrastruktur dein militärische Operation in irgendeiner Form verbessert. Das Militär braucht keine zivilen Energieerzeuger, so will ich das mal sagen. Die ist nicht auf zivile Infrastruktur angewiesen. Ist doch logisch. Meinst du, die Amerikaner hätten im Golfkrieg in der Wüste sich darauf verlassen, ob sie da irgendwo das Stromnetz der Saudis oder der Kuwaiter anzapfen können oder was? Mensch, Alex, so dumm kannst auch du nicht sein, uns das hier verkaufen zu wollen. Das weiß jedes Kind im Kindergarten schon, dass das, was du hier erzählst, wieder der größte Propagandamist aus Russland ist. Da führt kein Weg daran vorbei. Also natürlich, das will ich einfach damit sagen, wirkt sich ein Energiemangel auf die Front aus. Vielleicht jetzt nicht sofort, vielleicht nicht innerhalb von... Ja, vielleicht jetzt nicht sofort. Vielleicht nicht innerhalb der nächsten Tage oder Wochen. Alles klar, Alex. Ein paar Tagen, aber mittelfristig auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch dann, wenn Russland mit diesen Schlägen gegen die Infrastruktur so weitermacht und die Energieversorgung auf diese Weise immer weiter lahmlegt. Hierzu kommen natürlich auch noch weitere, in gewisser Weise indirekte Effekte, unter anderem auch was den Verbrauch von Ressourcen betrifft, der natürlich auf jeden Fall steigt für die Gegner Russlands, also sowohl für Kiew wie vor allen Dingen auch für den Westen, unter anderem auch der Verbrauch von finanziellen Ressourcen, also die finanziellen und materiellen Kosten für den Westen alleine schon für... Ja. Aber Geld kann man drucken, Alex. Hast du das schon mal gehört? Gibt so Druckmaschinen. Kann man Geld drucken. Ja, geht. Die Erhaltung des Kiewer Regimes, für die Erhaltung des Staates, des Systems, vielleicht auch des Bankensystems und so weiter. Diese ganzen Kosten werden unweigerlich steigen. Auch da führt kein Weg dran vorbei. Und das ja, da hast du recht. Da führt kein Weg dran vorbei. Und ich hoffe nur, dass die westlichen Staaten nicht auf die Idee kommen und denken, dass das Ganze zu kostspielig wird. Ich hoffe, es ist ihnen egal, wie viel Geld sie in die Ukraine pumpen müssen. Hauptsache, die Ukraine kann ihre Menschen versorgen, kann ihr Militär versorgen, kann ihre Gesundheitsfürsorge aufrechterhalten, kann ihre Leute ernähren. Das ist im Moment das Wichtigste.
Scheiß was aufs Geld. Wir haben die letzten 30 Jahre in Saus und Braus gelebt. Jetzt können wir auch mal 1, 2, 3 Jahre auf die ganze Scheiße verzichten. Das ist, wie gesagt, für jedes Kleinkind, für jedes Grundschulkind völlig offensichtlich. Ja? Und auch ganz abgesehen davon, dass natürlich Europa in dem Fall den Energiemangel in der Ukraine irgendwie ausgleichen muss, und zwar mit eigenen Lieferungen. Also dadurch, dass... Och Alex, ein kaputtes Stromnetz. Da kann man keinen Strom einspeisen. Das geht nicht. Was erzählst du uns denn jetzt schon wieder? Wir können, wenn das Stromnetz der Ukraine kaputt ist, keinen Strom in die Ukraine schicken. Das geht nicht. Wir schicken Generatoren, die mit Diesel oder mit Öl funktionieren oder mit Benzin. Die gibt es auch in Form von LKWs. Da kann man dann ganze Stadtteile mit versorgen. So funktioniert das, Alex. Und nicht, wie du dir das in deinem Kopf ausgedacht hast. Die EU in dem Fall der Ukraine Strom liefert. Ja, während ja in Europa in Bezug auf Energie die Lage ja auch nicht ganz so rosig ist. Ja, zumindest berichten darüber die Medien hier. Ja, unsere Energieversorgung sieht nicht so rosig aus. Also ich habe auch noch jeden Tag Strom. Ich habe noch jeden Tag Heizung, Alex. Obwohl die Temperaturen mittlerweile auf 0 Grad abgesunken sind. Und ich glaube, ich werde auch noch im Januar und im Februar und im März Strom haben und noch Wärme haben. Und ich bin sogar davon überzeugt, wir können den Ukrainern, obwohl wir so schlecht dran sind, immer noch was abgeben von unserem dicken Kuchen, den wir hier haben. Also es sind durchaus eine ganze Reihe von Faktoren, die eben dadurch beeinflusst werden, die beeinflusst werden durch die Zerstörung der Energieinfrastruktur in der Ukraine. Gut, dazu gibt es noch viele weitere Faktoren, die... Dazu gibt es bestimmt noch ganz viele Faktoren. Alex, der einzige Faktor, der hier der Realität entspricht, ist, dass Russland Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine vornimmt, indem sie sie nämlich frieren lässt, im Dunkeln lässt, ihnen die Wasserversorgung abschneidet und ihnen damit auch eventuell die Nahrungsgrundlage nimmt. Das ist der einzige Faktor, der hier Fakt ist. Sonst nix. Die dadurch beeinflusst werden. Ja, aber das werde ich jetzt aus Zeitgründen in diesem Video einmal weglassen. Also die Wie aus Zeitgründen wirst du das weglassen? Hast keine Zeit oder was? Bist du so beschäftigt, mit deinen Videos zusammenzuschneiden? Oder was ist los? Die wesentlichen Faktoren habe ich ja gerade eben schon genannt. Auf jeden Fall lässt sich also feststellen, dass Russlands Taktik langsam Wirkung zeigt. Ja, das bestätigen auch die... Aber wieder ein Schwurblersatz. Auf jeden Fall lässt sich feststellen, dass die russischen Angriffe Wirkungen zeigen. Klar, kein Beweis, kein Beleg, nix, was sich nachverfolgen lässt. Aber es lässt sich nachweisen, dass es langsam Wirkung zeigt. Alles klar, Alex. Die westlichen Propagandamedien, dass die Energieversorgung in der Ukraine immer labiler und brüchiger wird. Und vielleicht jetzt noch ein paar derartige Schläge von Russland, dann wird das für das Kiewer Regime sehr, sehr schlecht aussehen, höchstwahrscheinlich. Ja, dann wird es für die Zivilbevölkerung der Ukraine sehr schlecht aussehen. Da hast du recht, Alex. Und noch so ein paar Schläge.
und Russland hat keine Marschflugkörper mehr. Und dann bin ich mal gespannt, was wir dann zu sehen bekommen. Da bin ich ja schon drauf gespannt, was sie dann aus dem Ärmel schütteln. Wahrscheinlich. Also für das ukrainische, sag mal, sowjetische, ja, was ja die Sowjetunion aufgebaut, ja, deswegen hält das System auch überhaupt noch, also für die ukrainische. Also, das ukrainische, ich meine, das sowjetische Energienetz, was ja die Sowjetunion aufgebaut hat, und deshalb, weil die Sowjetunion das aufgebaut hat, hält das auch noch so lange. Der Alex, der hat es echt drauf. Der schafft es immer wieder, Russland und die Sowjetunion in den Himmel zu heben. Genial, Alex. Energieversorgung für das ukrainische Energiesystem. Und das natürlich auch mit allen daraus resultierenden, auch eben aufgeführten Konsequenzen. Ja, und die, wie gesagt, die hochgelobte westliche Luftabwehr kann das auch nicht verhindern, wie wir sehen. Ja, von daher wird das alles darauf hinauslaufen, was ich gerade eben gesagt habe. Dass ja, schwarz, ich rede noch mal eine Minute, auch wenn ich mich entweder nur wiederhole oder wenn ich wieder irgendwas erzähle, was sowieso nicht nachvollziehbar ist. Alles klar, Alex. Dass Russland, also die russische Armee, die russische militärische Führung, ja, diesen Plan weiter fortführen wird und eben nach und nach die Energieinfrastruktur in der Ukraine weiter dezimieren und auf ein Minimum reduzieren wird. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Ja Leute, es ist schon traurig genug, was in der Ukraine passiert. Aber ich muss erstmal die Position wechseln. Fällt und immer größer. Schon wieder, also das muss ich noch irgendwie abstellen in meinem Studio, dass ich immer wieder diese Videos neu starte. Also, Positionswechsel habe ich gesagt. So. Also, was wollte ich sagen, liebe Leute? Es ist schon traurig genug, dass die Russen in der Ukraine jetzt diese ganzen menschenverachtenden Aktionen mit ihren Marschflugkörpern und ihren Raketen durchführen. Aber dass der Alex immer noch versucht, uns das Ganze irgendwie als heroische Tat von Russland zu verkaufen, das ist aus meiner Sicht noch viel, viel schlimmer. Und ich würde mir wünschen, dass noch viel, viel mehr Menschen, so wie ich, einfach dem Alex ein bisschen Paroli bieten mit ihren Kommentaren, damit diese Propaganda, die da von, wie soll ich das sagen, von Menschen verbreitet wird, die selber nicht für ihr eigenes Land kämpfen wollen, aber hier einen auf großen Russland-Versteher machen. Also, ich finde, da müssen wir viel mehr gegen tun. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und ich warte schon auf das nächste Video von Alex. Bis denne. Tschüss.